Nicht nur Fußballfans erinnern sich an diese Bilder. Bei der letztjährigen Fußball-Europameisterschaft bewiesen die zumeist als balljagenden Wikinger dargestellten Isländer, dass es nicht entscheidend ist, wie groß das Land ist, das du vertrittst, sondern dass du es mit Leidenschaft tust. Ein Umstand, der dem Mutterland des Fußballs zum Verhängnis wurde. Der Film Wie ein Vulkan, der Einblick ins Innenleben der isländischen Mannschaft gewährt, ist der Eröffnungsfilm des diesjährigen 11mm Fußballfilmfestes. Das vom Donnerstag dieser Woche an im Babylon-Kino das zeigt, was der Fußball ist. Ein verbindendes Element zwischen Menschen unterschiedlichster Kulturen, mal Hochglanz, mal rustikal, mal mit Tiefgang und mal mit Witz. All dies sind Elemente des Festivals, das unlängst mehr ist als nur ein Ort für Ballromantiker. Shut up and focus on yourself tomorrow. Wir haben immer den Anspruch, die wichtigsten internationalen Neuerscheinungen jedes Jahr mit im Programm zu haben. Dazu gibt es bei jedem Festival Schwerpunkte und zu den Schwerpunkten kuratieren wir Filmreihen. Und ein Film, der in so einer schwerpunktmäßigen Filmreihe laufen soll, muss auch nicht unbedingt ein ganz aktueller Film sein. Er muss eben zu diesem Schwerpunkt passen. Wann hat sich das eigentlich aus Ihrer Sicht so entwickelt, dass der Fußball nicht mehr nur der Fußball ist, sondern dass er auch so viel Stoff geboten hat, dass sich das in Filmen wiedergespiegelt hat? Na, Fußballfilme gab es schon immer. Ich glaube, dass sich Beschäftigen mit dem Fußball einen großen Wandel erfahren hat, als Deutschland die Fußballweltmeisterschaft zugesprochen bekommen hat. Das war 2000. In den Jahren danach hat sich hier in Deutschland sehr, sehr viel getan. Unser Festival ist vielleicht auch ein Zeugnis dafür. Unser Festival hat 2004 das erste Mal stattgefunden. Und das war so eine Zeit, in der ganz viel neue Ideen entstanden, sich mit dem Thema Fußball zu beschäftigen. In den Feuilletons von wichtigen Zeitungen standen plötzlich Artikel über Fußball, es erschienen jede Menge Fußballbücher und eben auch Fußballfilme. Und ich glaube, dass diese Phase sicher einen wesentlichen Einschnitt bedeutet hat. Jetzt ist es im Fußball generell so, dass viele aktuell in der Zeit schreien, sie hätten gern wieder diese Typen, die es früher gegeben hat, die anders waren, die nicht so allglatt gewesen sind. Wenn man das jetzt auf den Fußballfilm überträgt und auch auf so ein Festival, da möchte man natürlich auch Hochglanzproduktion haben. Aber es gibt ja auch sicherlich den ein oder anderen Film, der so ein bisschen rauer ist. Also wie kann man das in so einem Spielplan dann beides miteinander vereinen? Ja, ich glaube, das ist die Aufgabe als Festivalmacher, ne, ein Programm zusammenzustellen, was die vielen verschiedenen Facetten, die das Thema Fußballfilm bietet, auch gut abbildet, und zwar jedes Jahr. Das gelingt uns, glaube ich, aber auch ganz gut. Also Thema Hochglanz, wir haben dieses Jahr eine große, aufwendige amerikanische Produktion über das Leben von Pelé, beziehungsweise über den Anfang seiner Karriere, wie ist Pelé zum Star geworden. Eine wirklich dick produzierte amerikanische Hochglanzproduktion, trotzdem sehr sehenswert. Es gibt aber auch kleinere Dokumentarfilme, wie zum Beispiel der Film Das ist unser Leben, eine Dokumentation über Dynamo Dresden, wo Mitarbeiter auch von Dynamo Dresden einen Film gemacht haben, wo sie ihre Mannschaft eine Saison lang, als sie in die zweite Liga aufgestiegen sind, begleitet haben und der ganz anders an das Thema rangeht als diese amerikanische Hochglanzproduktion. Was sind aus Ihrer Sicht die Höhepunkte des Festivals? Ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, weil man wahrscheinlich jedem Film auch eine ganze Menge abgewinnen kann, weil er sonst ja wahrscheinlich nicht dabei wäre. Ja, Höhepunkte sind ganz klar immer die Eröffnungs- und die Abschlussveranstaltung. Zur Eröffnung zeigen wir eine Dokumentation über die isländische Nationalmannschaft und deren Weg zur Europameisterschaft im letzten Jahr in Frankreich. Stargast ist der Trainer der isländischen Nationalmannschaft. Abschluss des Festivals ist immer ein Kurzfilmabend, Shortkicks-Gala heißt der, wo eine Jury aus Prominenten sich die schönsten Kurzfilme des Jahres anguckt. In der sitzt zum Beispiel Salomon Kalou dieses Jahr, aber auch die Schauspielerin Nadezhda Brennicke. Das sind immer wichtige Highlights. Ansonsten ist es aber auch ein Festival, wo es sich lohnt, ein bisschen auf die kleineren Perlen zu gucken. Es gibt zum Beispiel in diesem Jahr einen fantastischen Spielfilm, eine norwegisch-irakische Produktion, El Clasico, in dem es darum geht, dass sich zwei Landbewohner aus dem Irak auf den Weg nach Madrid machen, um ihrem großen Idol Ronaldo ein paar selbstgemachte Schuhe zu überreichen. Hintergrund ist, dass der eine von den beiden seinen Schwiegervater in spe dadurch davon überzeugen will, dass er der richtige Sohn ist für die Tochter dieses Schwiegervaters. Ganz toller Film, El Clasico.
Ein toller Film ist auch wie Future 11. Da gab es in Berlin neulich auch schon eine Pressekonferenz zu einem Projekt, was damit zu tun hat. Auf den Film kann man, glaube ich, auch gespannt sein. Das ist jetzt ja ein Film, der ein Stück weit auch was mit Politik zu tun hat. Ich habe so ein bisschen aktuell das Gefühl, dass sich der Fußball auch ein Stück weit politisiert. Beispielsweise Ihr Weidlin, der öfter mal auch politische Interviews gibt. Eigentlich sagt man ja aber auch, dass Politik und Sport und Fußball vielleicht nicht generell was miteinander zu tun haben sollten. Ist es aber in der heutigen Zeit so, dass ich das beides gar nicht mehr ausschließen kann, weil es beides gesellschaftliche Faktoren sind? Also ich glaube, dass man als Prominenter, und das ist man als Fußballspieler und als Fußballfunktionär genauso, immer auch eine politische Verantwortung hat. Zu sagen, Fußball hat nichts mit Politik zu tun, ist, denke ich, falsch. Jeder Prominente, eben auch Fußballer, hat auch eine politische Verantwortung, gerade in unserer heutigen Zeit. Und ich finde, Fußballspieler, die sich trauen, auch politisch mal ihre Meinung zu äußern, gibt es eigentlich viel zu wenig. Beispiele wie Christian Streich oder Ewald Lien sind sehr gute, also Menschen, die sich da auch mal trauen, ihre Meinung zu sagen und damit der Bedeutung, die sie als so prominente Vertreter dieses Fachs haben, auch gerecht werden. Das finde ich eigentlich gut. Jetzt kann man auf der Homepage auch schon lesen, viele Kulturen, ein Ball ist so ein Stück weit auch eine kleine Überschrift dieses Fußballfilmfestivals in diesem Jahr. Wie viel kann der Fußball, wenn es jetzt ein Film ist oder ein gesellschaftlichen Ding, tatsächlich an Verbindung schaffen? Naja, ich denke, da ist unser Festival wirklich ein sehr gutes Beispiel, dass der Fußball über die gesellschaftliche Bedeutung, die er hat, und zwar weltweit, sehr, sehr viel bewegen kann. Also der Fußball ist eine Sportart, die wie kaum eine andere Menschen weltweit bewegt und über diese Emotionalisierung, die der Fußball mit Menschen weltweit schafft, kann viel bewegt werden. Und das zeigt der Fußball, zeigt unser Festival immer wieder. Wir haben dieses Jahr eine ganz fantastische Dokumentation aus Israel, wo es um das Thema Rassismus geht, wo eine israelische Mannschaft, Beitar Jerusalem, das erste Mal in ihrer Geschichte muslimische Spieler verpflichtet und es da zu großen Verwürfnissen innerhalb der Fanszene kommt, zu rassistischen Verwürfnissen und ein ganz, ganz starker Film über Rassismus in der Gesellschaft anhand des Themas Fußball. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie viel das Thema Fußballfilm da auch leisten kann. Hallo, ich heiße Denald, ich bin 20 Jahre alt, ich komme aus Albanien, ich spiele Stürmer. My name is Chris. I play for AC Germania. I come from Ghana. I'm 26 and I'm the captain of the team. Hello. I'm born in Nigeria. I'm in Nigeria. I'm the keeper. My name is Friday. Ich bin Abdullah Yula Dafe. Ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Guinea. Und meine Position, ich spiele rechter vorne. Keine Kompromisse heute. Auch mal von fern schießen. Oberkörper nach vorne, beugen und reinschießen. Das muss halt da sein. Viele Kulturen und ein Ball, der verbindet. Dies zeigt der Film Refugee 11, der das zumeist aus geflüchteten Menschen bestehende Team der vierten Mannschaft des SC Germania Erfstadt Lechenich auch im Liga-Alltag begleitet hat. Spielen! Wenn Spiel das gewinnt! Begleitet wurde das Team von der Filmemacherin Antje Böhmert. Eine Mannschaft, die sich manchmal mit anderen Problemen als das Überspielen einer Vierer-Abwehrkette auseinandersetzen muss. Der Weg war zuerst mal, dass wir gesagt haben, wir melden eine vierte Mannschaft und haben dort dann die ganzen Flüchtlinge drin und versuchen, den Spielbetrieb einfach mal aufzunehmen. Und es gab keinerlei Vorgaben, sondern es gab, wie gesagt, Geschenke, es gab ein Budget, wo wir dann uns die Sportsachen kaufen konnten, es gab Sponsoren. Also wir hatten eine ideale Umgebung gehabt, wir haben unsere Platzeinheiten, Trainingseinheiten bekommen, es gab keine Diskussion, keine Neidveranstaltung, gar nichts. Gut, ich bin auch einer, der sich auch durchsetzt, auch beim Vorstand durchsetzt, aber das war gar nicht notwendig, weil es eine unwahrscheinlich gute Zusammenarbeit in Verbindung mit der Stadt Erfstadt, wunderbar. Also man sagt den Behörden immer nach, das funktioniert nicht. Da muss ich sagen, Top-Leistung, also das macht richtig Spaß, diese Zusammenarbeit. Jetzt geht es oftmals darum, eine Dreierkette oder eine Viererkette zu spielen. Ich glaube, bei Ihrem besonderen Team geht es vielleicht auch ein Stück weit darum, sich mit anderen menschlichen Geschichten auseinanderzusetzen, weil die Spieler ja schon in ihrem Leben, auch in der jüngeren Vergangenheit, viele Dinge erlebt haben, die nicht so schön gewesen sind. Inwieweit kann man tatsächlich darauf eingehen? Eingehen ist immer gut. Wie gesagt, für uns war ein wichtiger Punkt, dass die Jungs ankommen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie langsam wieder Boden unter den Füßen bekommen. Bei vielen habe ich auch festgestellt, wir geben ihnen ein Stück Kindheit zurück.
wieder Spaß am Leben zu haben, wieder Spaß, sich zu bewegen. Ich denke gerade unsere Spieler aus Syrien, die massive Probleme haben und massive Probleme auch über die Medien jeden Tag mitbekommen, denen das Gefühl zu geben, es gibt auch mal was anderes, es gibt eine Ablenkung, es gibt mal was Positives, wir können wieder lachen. Und also wirklich bei den Trainingseinheiten, was wir an Spaß haben, ist enorm. Und ich denke, das gibt viel. Das ist eine gute Abwehrkette, die wir haben. Das bringt Stabilität. Und das ist so unser Ziel, dass der Mensch wieder Mensch ist, dass der Mensch den Kopf frei hat und der Sport macht den Kopf frei. Ne? Und wir sind dabei, dass wir eben erkennen, es gibt ein Problem, wir versuchen darüber zu sprechen, Hilfestellungen zu geben, aber letztendlich über den Sport eine Motivation zu machen, am Leben teilzunehmen, nach vorne zu gucken, sich selbst wieder hoch zu pushen. Das gehört einfach dazu. Eine noch etwas ernsthaftere Frage zu dem Thema, das Thema Abschiebung. Kennen Sie auch, wie ist das persönlich für einen und auch für das Team, wenn man dann weiß, einer, der letzte Woche noch beim Training dabei gewesen ist, der ist jetzt nicht mehr da? Wir verlieren ein Familienmitglied. Das ist das. Das tut richtig weh. Also wir werden sehr oft damit konfrontiert, gerade auch wenn die Anhörungen sind oder wenn es heißt, du musst jetzt innerhalb einer gewissen Zeit Einspruch einlegen. Man sieht das den Spielern an. Und trotzdem sind viele dabei, die sagen, ich kämpfe, ich versuche das, ich bin bei der Mannschaft, ich muss mich ablenken, ich muss den Kopf freikriegen. Wir helfen da unwahrscheinlich mit. Und wenn es uns gelingt, dass der eine oder andere vielleicht eine Ausbildung oder einen Schulplatz bekommt oder irgendwas anderes, dann ist das für uns auch schon wieder ein Erfolg. Und klar, wenn der eine oder andere das Land verlassen muss, das tut weh. Neben ernsteren Themen gibt es beim 11mm Fußballfilmfest aber auch Streifen, die beispielsweise die Geschichte des Liedes You Never Walk Alone und seine ganz besondere Beziehung zum FC Liverpool und den Fußballfans vermittelt. Ein Ball verbindet und ein Abbild davon kann man sich in den kommenden Tagen in Berlin machen.